Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Vanessa Blank und heute lassen wir es krachen. Ich habe heute hier drei verschiedene Pressluftwaffen aus dem Hause GoGun dabei. Die werde ich hier in der Halle ausgiebig testen, euch veranschaulichen, wie viel Power da dahinter steckt. Aber diese drei Waffen bergen noch ein Geheimnis. Jede dieser Waffen kann man nämlich innerhalb von Minuten mit wenigen Handgriffen von harmlosen 7,5 Joule auf bis zu 600 Joule aufmachen. Das ist doch mal eine Ansage. Wie immer gilt, ich halte mich stets penibel an geltende Gesetze. Ich zeige euch nur auf, was im Bereich des Machbaren liegt, was möglich wäre damit. Dennoch halte ich mich strikt an Regeln und Gesetze. Zum Testen sind heute dabei drei verschiedene Pressluftgewehre aus dem Hause GoGun, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten. Dennoch haben sie eins gemeinsam, ein immenses Zerstörungspotenzial. Wir haben hier einmal die Challenger, die FX Streamline und die HP Max. Die AEA HP Max kommt daher in Kaliber 9 mm, ist natürlich frei verkäuflich, wir haben hier das F-Zeichen. Ein Schalldämpfer ist im Set mit dabei, der ist jetzt hier bei mir schon montiert und sie hat einen Klappschaft zum einfacheren Transport und so kann man natürlich auch schießen. Wir haben hier 8 Schuss. Ich kann euch sagen, es macht einen Heidenspaß, sie zu schießen, aber ihr werdet selbst gleich noch sehen. Verkauft wird diese Waffe mit 7,5 Joule hier in Deutschland. Wenn man sie aufmacht, also scharf macht, haben wir hier bis zu 200 Joule. Really, really small groups from 100 yards distance. People shooting right through, straight through car doors with all the plastic parts, everything just crashed right through. And this is with an air gun. Töpfe. Sieht keine wirkliche Gefahr. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Das scheint so viel Spaß zu machen. Die Power ist schon unglaublich. Bang. I'm gonna blast some of these bricks. Boah, die Steinplatte umgefallen. Ja, das würde mit 7,5 Joule nicht möglich sein. Wahnsinn. Eine richtige Erschütterung gegeben. Das hier ist das Magazin von der HP Max und das hier sind die Geschosse. Schaut euch mal dieses Diavolo an, wie massiv das ist. 9 mm, Wahnsinn. Möglich ist auch hier solche Hollowpoint-Geschosse, die pilzen dann richtig auf, aber natürlich bei 7,5 Joule näher weniger. Man braucht dafür eine hohe Geschossenergie, also wenn die Waffe aufgemacht wurde. Als nächstes haben wir hier die FX Streamline in Kaliber 7,62 mm. Diese Waffe ist voll modular, das bedeutet, die gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Das hier, was ich heute habe, ist Classic Synthetic, finde ich sehr, sehr edel. Aber man kann das Ganze einfach auch umbauen und je nach Geschmack oder Vorhaben umrüsten. Bei der FX Streamline haben wir ein 13-Schuss Trommelmagazin. Es ist ein Repetierer und ich kann euch sagen, der Abzug ist butterweich, wirklich ohne großen Kraftaufwand. Also das ist eigentlich nur so ein Fingerzucken. Richtig, richtig angenehm. Und auch hier ist wieder der Schalldämpfer standardmäßig dabei. Bei mir ist er jetzt schon montiert.
Genauso leicht und federweich, wie auch schon der Abzug ist, ist auch das Gewicht und das gesamte Handling von der FX Dreamline. Ich wollte erst den Holzschaft, dann habe ich aber diesen Classic Synthetic Schaft gesehen und ich muss sagen, es gefällt mir ausgesprochen gut. Also die Waffe ist sehr, sehr leicht. Ich habe jetzt das Gewicht nicht im Kopf, aber ich bin eine sehr zierliche Person und mit der kann ich wirklich einwandfrei, ohne den geringsten Kraftaufwand umgehen. Das hier sind die Geschosse, die Diabolos in 7,62, das sind auch richtige Oschis. Man könnte es auf den ersten Blick mit den Diabolos von der HP Max vergleichen, die sind aber nochmal größer, aber dennoch, die hier machen auch richtig Eindruck. Die FX Dreamline hat in der offenen Version bis zu 120 Joule. Und jetzt, last but not least, es ist mir eine Ehre, euch die nie dagewesene, voluminöse, monströse, gigantische AEA Challenger zu präsentieren. Ich sag's euch ganz ehrlich, die Challenger kann ich nur sitzend oder stehend aufliegend schießen, denn die hat ein unglaubliches Gewicht von 6 Kilogramm, ist also wirklich ein Monster, das ich mit meiner zarten Statur kaum auf Dauer halten kann. Die Challenger hat eine Magazinkapazität von 6 Schuss und wir haben hier diese Gummigeschosse oder Bleigeschosse. Jetzt ist es so, ganz wichtig zu wissen, wie man sich die zulegen möchte, mit diesen Gummigeschossen hast du kein Präzisionsgewehr. Also du kannst hier mit einem Abstand von 3 bis 7 Metern mit ungefähr handtellergroßen Streukreisen rechnen, also wo deine Munition einschlägt. Mehr ist da nicht drin. Das ist mit diesen Gummikugeln nicht für Präzision ausgelegt, sondern eher ja, als Übungsgewehr zum Handling üben. Anders hingegen sieht es mit diesen Bleigeschossen aus. Jetzt ist es so, dass bei 7,5 Joule natürlich nicht viel Energie dahinter steckt. Das ist ja selbstklärend. Und diese Bleigeschosse, die würden im Lauf stecken bleiben. Also unmöglich, die mit 7,5 Joule zu schießen. Also es macht einen Heidenspaß und die Challenger ist richtig, ja, wie ich vorhin schon so ein bisschen scherzhaft gesagt habe, sie ist voluminös, sie ist wuchtig, sie ist beeindruckend. Und das trifft auch wirklich zu, ihr werdet das selbst gleich sehen. Und wenn man jetzt natürlich sagt, naja, warum soll ich mir so ein Gewehr kaufen, wenn ich dann bloß Gummikugeln damit verschießen kann? Hier muss man natürlich an der Stelle ganz klar dazu sagen, wer sich ein Gewehr wie die Challenger kauft in Deutschland und der hat nicht vor, sie auf seine Waffenbesitzkarte eintragen zu lassen, der hat was anderes damit vor. Der möchte dann entweder nach Holland fahren und da legal damit schießen in der offenen Version oder aber er kauft sie sich für die Krisenvorbereitung, lässt sie die ganze Zeit bei 7,5 Joule sanft im Schrank stehen und hebt sie sich einfach als Backup auf, wenn sich die Zeiten ändern sollten. Also versteht mich bitte nicht falsch wegen meiner vorherigen Aussage. Natürlich macht es einen Heidenspaß, mit der Challenger zu schießen, wenn man kein Perfektionist ist und einfach nicht ja, viel Wert auf Präzision legt. Spaß macht es dennoch. Aber ich denke, wer die Challenger zu Hause hat, das ist ja vielleicht jemand, der einfach nur sie des Spaßes halber zu Hause hat. Vielleicht ist es auch jemand, der über die Grenze zum Beispiel nach Holland fährt und sie dort in der offenen Version schießt. Oder ist es jemand, der sie sich für Krisenzeiten kauft, der sie zu Hause im Schrank hat, der sie zum Plinken ab und wann benutzt und der einfach im Hinterkopf hat, ich weiß, wenn Krisenzeiten, andere Zeiten, was auch immer kommt, dann habe ich eine Waffe bei mir zu Hause, die ich innerhalb von Minuten von einem Spielzeug zu einer scharfen Waffe mit einer Durchschlagskraft ähnlich einer 44er Magnum zu Hause habe. Dann weiß man einfach, wenn sich die Zeiten dramatisch ändern, wenn etwas Unvorhersehbares, etwas Dramatisches auf mich zukommt, dann bin ich in der Lage, mein Spielzeug zu einer scharfen, tödlichen Waffe umzufunktionieren. I gave it a third one, just for fun. Das war Gelatine und ein richtig schönes fettes Stück Leder. And
Hier sieht man, was passiert. Das schlägt ein, mein Gott. Guck mal, wie das ganze Ding abhebt und wie das Kokosnusswasser da rausspritzt. Der Lappen da drunter natürlich auch weggeflogen. Ich sag, den ganzen Block, der wiegt bestimmt 5 Kilo, wenn nicht mehr. Den hat es komplett angehoben. Da spritzt immer noch das Kokosnusswasser raus. Also der Energietransfer ist der absolute Wahnsinn. Ja, und jetzt haben wir zum Vergleich mit der 1911 in 45 ACP draufgeschossen. Wunderschöne Waffe, gehört im Film. Und im Vergleich sieht man, dass die zum Luftgewehr oben und unten die 1911er vergleichsweise armselig aussieht. Ist natürlich trotzdem durchgegangen, aber welches Geschoss mehr Schaden verursacht hat, das dürfte wohl klar sein, oder? Allen Gogan-Waffen liegen serienmäßig Umrüstkits bei. Also alles, was du brauchst, um diese Waffe von der gedrosselten Version zu einer scharfen Version, zu einer offenen Version zu machen. Beachte allerdings, in Deutschland wäre dieser Umbau von dir selbst gemacht illegal. Du musst dazu zu einem Büchsenmacher und die Waffe in die WBK eintragen lassen. Kann ja aber auch sein, dass die Waffe gar nicht nach Deutschland geht, sondern ins Ausland, wo wieder andere Gesetze gelten und das Ganze vollkommen legal ist. Für Vorsorge für Krisenzeiten ist dieses vorhandene Umrüstkit natürlich ideal. So viel zu den Informationen und sonstigen Details. Wir gehen jetzt zum Schießen über. Ich habe mir ein paar verschiedene interessante Ziele mitgebracht. Die werde ich dann jetzt gleich drapieren. Und dann testen wir ein Pressluftgewehr nach dem anderen. Natürlich jetzt nur in der 7,5 Joule-Version, der legalen Version für mich hier in Deutschland. Ich blende euch aber dann noch Videos von Jörg Sprafe ein. Der hat Videosequenzen von den Waffen in scharfer Version. Und da bekommt ihr dann wirklich die Zerstörungskraft zu sehen und habt so ein bisschen ein Gefühl dafür, was diese Waffen können in der offenen Version. Wir beginnen mit der HP Max im Kaliber 9mm. Ich habe hier vorne verschiedene Ziele und ich würde sagen, wir schießen jetzt einfach mal, dass ihr einen Eindruck davon bekommt. Das Nachbefüllen vom Magazin ist ja recht simpel. Hier drin ist so eine Feder, das Ganze ist also auf Spannung und dann ja, wird jede Position einzeln wieder aufgefüllt. Geht aber recht fix. Die HP Max hat hier eine Anzeige, die anzeigt, wie viel Druckluft hier noch im Zylinder ist. Ich befülle ausschließlich mit dem Kompressor. Für Krisenzeiten ist es natürlich aber auch gut, eine Handpumpe zu Hause zu haben. Wie das Befüllen geht, zeige ich euch dann später, da ist es auch ganz simpel. Thank you.
So, Freunde, ich habe jetzt hier so eine falsche Titte von der Beauty-Influencerin und auf die wird jetzt geschossen. Bevor es im Schießen weitergeht, befülle ich jetzt noch einmal. Da liegt jeder Waffe ein Adapterstück bei. Ich mache das immer mit dem Hochleistungskompressor. Gibt es auch bei GoGun im Shop. Der ist wassergekühlt, weil der einfach unglaublich heiß wird. Man muss sich vorstellen, da steckt unglaublich viel Energie dahinter. So, Adapterstück reinstecken. Es gibt hier einen Regler, dass man nur bis zu einer gewissen Barzahl bepumpt und dann wird automatisch gestoppt. Bei mir sind es um die 250 Bar. That was it. Also Leute, ganz ehrlich, wer sich solche Waffen für Krisenzeiten kauft, der muss auch damit rechnen, dass er keinen Strom hat. Deswegen nicht nur Kompressor anschaffen für das einfachere Befüllen, sondern auch Handpumpe, wo du komplett autark damit bist. Gibt's alles beides im Shop von GoGun. Ich verlinke euch natürlich alles hier unten in der Videobeschreibung. Lasst uns auf die Influencer-Titte schießen. Once again. Ach, du bist ja wieder, der ist bis zu mir gerollt. Also den Gelatine-Block, den schießt die HP Max ohne weiteres durch. Ich habe natürlich jetzt einen kleinen und die große Influencer-Titte. Bei der Influencer-Titte habe ich jetzt links mit der HP Max geschossen. Dann möchte ich rechts daneben mit der Dreamline oder mit der Challenger, dass man genau die Einschusswirkung der jeweiligen Waffe an einem Fleckchen sieht. Ja, die HP Max, ein absolut geiles Gerät. Ziemlich eins der ersten Big Ball Luftgewehre auf dem deutschen Markt. Das ganze Handling, die Optik, es macht einfach Spaß. Sie sieht sehr, sehr gut aus, hat so ein bisschen so einen Tactical Touch. Es gibt übrigens jetzt auch ganz neu ein Umrüstkit, um die HP Max zu einer Pump-Action-Waffe umzubauen. Verlinke ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Als nächstes kommt die FX Dreamline 762 und die ist wirklich für Präzision gemacht. Also damit ist, wenn sie mal eingeschossen ist, zielgenaues Treffen garantiert und der butterweiche Abzug, der macht das Schießen einfach noch viel angenehmer. Das Prinzip ist ähnlich wie bei der HP Max, es ist ein Repetierer. Wir haben hier bloß ein größeres Magazin, also hier sind 13 Schuss drin, zwei fehlen jetzt gerade. Also hier musst du weniger nachladen und es funktioniert hier einfach alles viel weicher. Ja, es ist wirklich wie Butter. Wenn man hier den Repetierhebel betätigt, das geht, ja, das kann ich mit dem kleinen Finger machen, so leicht geht das. Bei der HP Max ist da schon ein bisschen mehr Kraftanstrengung dahinter.
Ihr habt es jetzt gerade selbst gesehen, ich habe die Szene jetzt extra mal durchlaufen lassen. Der Nachrepetiergang, der ist so easy wirklich, wie Butter. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber dadurch sind halt auch schnelle Schussfolgen garantiert. Zumindest für jemanden, der jetzt nicht so viel Kraft in den Händen hat wie ich. Es geht wirklich zack, 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 zack. Natürlich auch noch viel schneller, wenn man möchte. Aber ich wollte jetzt auch gut zielen. Und jetzt ganz ehrlich, das Schussbild auf 8 Meter ist jetzt nicht so schlecht. Um ehrlich zu sein, wenn die jetzt offen wäre, dann wäre das Schießvergnügen natürlich noch intensiver, würde noch mehr Spaß machen. Aber jetzt auch mit den gedrosselten 7,5 Joule ist das richtig, richtig geil. Ich kann es euch nur empfehlen. Also die FX Dreamline ist überhaupt kein Vergleich zu all den anderen Luftdruck- oder Pressluftwaffen, die ich je geschossen habe. Wirklich, also ganz unterschiedlich. Okay, dann machen wir jetzt mal 13 Schuss im Schnelldurchgang. Ich versuche richtig Gummi zu geben, richtig schnell zum Schießen. Schauen wir mal, wie das Schussbild dann ist. Ich schaue mal zu Hause, wie lange ich gebraucht habe jetzt für diese 13 Schuss. Ich kann es gar nicht einschätzen, so 20 Sekunden vielleicht. Es wäre auch noch schneller gegangen, aber ich wollte einfach ein gutes Trefferbild haben. So, ja, dann packen wir uns zum Abschluss mit der FX Dreamline jetzt noch 2 Dosen und dann zum Vergleich noch die Influenza-Titte. Mal schauen, wie da das Schussbild ist. Die sind echt alle wieder durchgegangen, einwandfrei. Hier komplett durch und hier die Mitte habe ich echt immer in das gleiche Loch geschossen, tatsächlich. Man sieht genau einen Strich, komplett durch, feines Schussbild. Wie ich am Anfang zur Einleitung schon gesagt habe, sind diese drei Pressluftgewehre komplett unterschiedlich. Und das hat sich jetzt auch wieder hier gezeigt beim Schussbild, beim Handling. Ich meine, ihr seht es ja selber. Und ich denke, man hat es auch deutlich gesehen, wie viel Spaß das macht, auch mit der Dreamline zu schießen, weil das geht einfach ruckzuck, ohne groß irgendwas machen müssen, butterweiche Bewegungen. Ja, was soll ich da noch sagen dazu? Genial! Für den Schluss habe ich mir jetzt dieses wunderschöne Monstrum aufgehoben. Es ist wirklich ein Monstrum durch und durch in allen Bereichen. Es ist ein Monstrum zum Schießen, auch mit 7,5 Joule. Es ist ein Monstrum zum Transportieren und es ist ein Monstrum zum Gewicht halten. Für mich ist es nicht möglich, die nicht aufliegend im Stehen zu schießen. Ich muss mich dafür hinsetzen, aufliegen, schießen, weil sonst kann ich das einfach gar nicht halten. Aber man muss auch dazu sagen, die ist natürlich so robust gebaut, um die Wahnsinnszahl von 600 Joule, wenn sie aufgemacht ist, aushalten zu können. Die muss da standhaft bleiben, qualitativ hochwertig bleiben und da muss das Ganze einfach ja, robust verarbeitet sein. Wie gesagt, hier ist nicht das Hauptaugenmerk auf Präzision, zumindest nicht in 7,5 Joule, weil mit diesen Rubberballs,
es macht Spaß, aber für Perfektionisten ist das nicht, weil ihr werdet nicht das Schussbild bekommen, das ihr euch wünscht. Also diese Bleigeschosse hier, wie gesagt, die kann ich nicht schießen mit 7,5 Joule, die bleiben im Lauf stecken. Das geht dann nur, wenn die Challenger aufgemacht ist, aber für mich einfach nicht möglich. Es hat nicht gequiekt. Ich habe mir eigentlich extra einen Gummihuhn aufgehängt, in der Hoffnung, es würde quieken, wenn ich es treffe, aber es quiekt leider nicht. Schade. Das Schießerlebnis, so dieses Gesamtpaket, ist mit der Challenger absolut geil. Ich hätte mir jetzt noch gewünscht, dass die Dosen runterfallen, aber das Gummigeschoss hat einfach eine andere Wirkung als das Bleigeschoss von vorhin. Und das wäre noch so das i-Tüpfelchen auf dem Gesamtpaket gewesen, dass die jetzt auch runterfallen. Aber ich bin gespannt auf das Ballistikgel, auf die Gelatine, wie da die Wirkung ist. Vielleicht schlägt es bloß drauf und prallt ab und ich krieg's in mein Gesicht. Mal schauen, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt eindringt. Schaut mal, wie geil ist das denn? Die stecken hier drin. Ich war mir nicht sicher, ob sie überhaupt durchgehen oder ob sie abprallen, aber hier, schaut aus wie so kleine Blaubeeren. Hier, so. Naja, kann sich schon sehen lassen, oder? Kein Durchschuss, aber immerhin. Schaut euch das an, wie geil ist das, dann seht ihr da diesen Block an Kugeln. Hier kommt auch Sauerstoff mit rein, dann wird es so hell. Also alle anderen Geschosse sind komplett durchgegangen. Die Kugeln sind hier mittig stecken geblieben. Aber auch das ist ein beeindruckendes Ergebnis.
Wenn wir jetzt von einer Krisen-Notfall- oder Survival-Situation ausgehen und wir sehen dieses Ergebnis, dann könnt ihr euch vorstellen, was damit alles möglich ist. Also ihr seht ja selber, die Rubber Bowls sind stecken geblieben, alle anderen Geschosse sind durchgegangen, also ein Durchschuss. Wenn man das jetzt noch in der scharfen, in offenen Version hat, dann könnt ihr euch vorstellen, was da an Energie dahinter steckt. Man muss dazu sagen, dieses Ballistikgel, das ist, es ist menschlichen und tierischen Gewebes nachgeahmt, also das hat eine ähnliche Konsistenz. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das mit einem Tier macht, das ihr erlegen möchtet, in der offenen Version natürlich und ohne Rubber Bowls, oder einem Menschen, gegen den ihr euch verteidigen müsstet. Also die Wirkung ist wirklich enorm. Ich bin ganz ehrlich, da brauche ich nichts schönreden. Ihr habt selber gemerkt, dass mir das Handling mit der Challenger unglaublich schwer fällt. Für mich ist diese Waffe nichts. Wenn jetzt aber ein gestandener Mann oder eine Frau, die einfach mehr Muckis hat, dasteht, die kann einwandfrei mit der arbeiten. Für mich ist es jetzt ja reiner Spaßfaktor, aber auch in der scharfen Version wäre für mich das Handling einfach zu schwierig. Ich würde damit nicht den gewünschten Effekt erzielen. Also für mich nicht geeignet, aber das heißt ja nicht, dass es für andere ja identisch sein soll. Alle anderen haben damit bestimmt eine Menge Spaß. Ich muss leider passen, hilft nichts. Auch bei der Challenger liegt ein Umbaukit dabei. Das ist jetzt hier nur dieses kleine Ventil und du kannst die innerhalb kürzester Zeit umwandeln zu einer scharfen Version. Geht natürlich auch wieder rückwirkend, also kannst du auch wieder zu einer gedrosselten Version zurückbauen. Natürlich gilt hier auch, du bist für dein Handeln und selbst verantwortlich. Ich mache das nicht, weil ich halte mich an die geltenden Gesetze, aber die Möglichkeit besteht. Das hier ist auch perfekt für die Selbstverteidigung. Es gibt nämlich von einem Drittanbieter diese Pepper Balls im Kaliber 50 und die passen bei der Challenger. Also da hat man dann ein reizendes Puder drin, das dann aufplatzt, wenn es auf den Körper trifft. Ja, ist sehr unangenehm, also für die Selbstverteidigung doch sehr praktisch. Ich habe euch jetzt die Waffen nach meinen Favoriten sortiert und ihr könnt euch schon denken, wo es anfängt, was meine Nummer 1 ist. Natürlich ganz klar die FX Dreamline, weil da einfach das Gesamtpaket stimmt. Sie sieht toll aus, das Handling ist butterweich und soft. Wäre ich in einer Survival-Situation, würde ich die hier für die Jagd benutzen. Dann kommt als nächstes die HP Max. Die ist im Grunde so ein Kompromiss aus beiden Varianten. Man könnte zur Not damit jagen, Selbstverteidigung ganz klar auch möglich. Und die Optik, naja, seien wir doch mal ehrlich, ist einfach hammergeil. Ja, die Challenger hat jetzt bei mir, bei meinen Schusstests leider nicht so gut abgeschlossen, aber das lag nur am Handling, weil sie für mich einfach zu schwer ist. Das hat rein gar nichts mit dem Gewehr an sich zu tun. Jemand, der stark ist, der geübt ist, der kann sich damit super verteidigen und vielleicht auch jagen, kann ich nicht hundertprozentig beurteilen, weil natürlich nur in der scharfen Version. Ja, also jagen alles nur in der scharfen Version. Bei 7,5 Joule, das ist Tierquälerei und auch schlichtweg fast nicht möglich. Aber auch die Challenger, ich meine, schaut sie euch an. Hier der Holzschaft, das ist einfach eine super schöne Waffe. Alle drei eigentlich. Somit kommen wir jetzt zum Ende dieses Videos. Es hat echt Spaß gemacht, sich da durchzuprobieren und die unterschiedlichen Ergebnisse zu sehen. Ich liebe alle drei. Meine Verwendungszwecke in Krisensituationen habt ihr ja schon gehört. Wie gesagt, ich schieße die alle nur in 7,5 Joule, so wie es in Deutschland legal ist. Ihr seid selbst für euer Handeln verantwortlich und wenn ihr die umbaut, wenn ihr die scharf macht, obwohl ihr nicht dazu berechtigt seid, dann ist es ja in eurer Verantwortung. Ich würde es euch nicht raten, da irgendwas Illegales dran zu machen, denn das würde sehr, sehr schlecht für euch ausgehen. Aber ich denke, meine Zuschauer halten sich alle an die geltenden Gesetze. Wenn ihr im Ausland lebt, dann weicht es natürlich ab. Ja, also ihr seht jetzt, was diese Pressluftgewehre können, was in der abgedämpften Variante möglich ist. Und ich habe euch hier ein paar Szenen eingeblendet, was die können, wenn sie offen sind, wenn sie volle Leistung haben. Und ja, ihr habt selbst gesehen, es ist einfach beeindruckend, wie viel Kraft da dahinter steckt. Wer weiß, vielleicht kann ich ja mal in ein Land fahren, wo das Ganze legal ist und die in der offenen Version auszuprobieren. Wäre auf alle Fälle toll, so ein direktes Vergleichserlebnis zu haben. Ich packe euch natürlich alle Produkte, die ich heute benutzt habe, in die Videobeschreibung hier unten. Also wenn euch was interessiert, dann klickt euch doch gerne mal durchs Sortiment durch. Und an dieser Stelle bin ich jetzt auch schon raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt eine gute Zeit. Ciao.